Was haben wir denn hier für ein Problem wieder? Achso, stimmt, da war ja so ein Riesenfiend, das irgendwie die Chocobos angreift, ne? Because it's the right thing to do. Wenn wir uns nochmal zitieren. So, hinter, hier hinten ist irgendwas. Oder auch nicht. What the fuck? Oh. Oh, hallo. Ah, nö, 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 Junge. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Sehr gut. Okay. Freie Fahrt gegen das Ding. Let's do this. First track für ihn? Nee, noch nicht mal. Nice. So, wie viel hat das Ding? 10.000. Vulnerable to darkness. Okay, super. Cheer. Direkt mal Darkness mit ihm. Dark Attack. Okay. Definitiv Power Break. Yes! Das nenne ich mal Schaden, okay. Ups. Haste. Na. Geh mal. Bin eigentlich dafür, dass wir mal hier Welle vor zum Beispiel sammeln. Oder Ifrit? Ah, Welle vor. Ich glaube übrigens, gegen Magie ist er nicht wirklich empfindlich. Ah doch, Feuer. Nice. Ja, sehr gut. Das gibt ordentlich Boost für unsere Overdrive-Leiste. Holy Ballsack. Take it! Yes! Das ist ja niedlich. Weiter geht's. Fire! Okay. You are dismissed. Okay, Ifrit und Vellefor, beides, von beiden ist die Overdrive-Leiste voll. Das ist perfekt. Fuck you. Gibt direkt Raises Party Security, wie schon vermutet. Dark Attack natürlich. Nehmen wir Lulu. Machen wir schön ein bisschen Feuer unter der Perze wieder. Moment, Feuer? Ifrit? Ich würde sagen, wir hauen noch einmal eine Dark Attack raus. Geben dem noch einmal ein bisschen Zunder mit Lulu. Okay, dann machen wir nochmal einen Angriff mit Auron, warum nicht? Okay, auswechseln. Summon Ifrit. Effektiv oder schwach gegen Feuer, das kann natürlich nur einen auf den Plan rufen. Und das ist natürlich E-fucking Frit. Ah, nice. Ach, ist das so? Shield. Ha! Lächerlich. Yes! Okay. Was sagen, weh, ich kann nicht schießen. Okay, easy shit. Ja, ja, ist gut. Ich hab's geahnt. Ich wollte nämlich jetzt gerade auswechseln. Mann! Scheiß Doppelattacken. Ich glaube, Overdrive ist mittlerweile auch wieder leer, wenn wir ihn wieder in der Party haben, was natürlich Bullshit ist. Okay, Waka. Dark Attack. Macht aber halt kaum gar keinen Schaden, ne? Einziger Nachteil. Mmh.
Na, haben wir nochmal einen Cheer raus. Nochmal ein bisschen boosten. ...5000 noch. Das werden wir noch sehen. Power Break nochmal. Müsste stacken. Aha! Sehr schön unterbrochen. Jawohl. Ja, normaler Angriff. Okay. Bastard? Ja, kurz Yuna. White Magic, Cure auf Walker. Und dann können wir den vielleicht nochmal zurückpushen mit Auron. Sehr guter Damage. Maggot. Dark Attack auf jeden Fall. Und wieder ein bisschen Magic. Ja, das zieht weiterhin sehr gut. Macht auch ganz gut Schaden, auf jeden Fall. ...2500. Noch ein Viertel. Also Dark Attack brauchen wir hier erstmal nicht. Jetzt können wir erstmal ein paar Spells von ihm. Jawohl. Sweet, sweet, sweet. Okay, wir haben ihn fast. 1600. The final stretch. Brauchen wir nochmal Silence? Dark Attack? Ich glaube nicht, nee. Jetzt können wir noch ein bisschen greedy werden. Noch ein paar Spheres rauslacken hier. Jawohl. Sehr, sehr schön. Das müsste eventuell auch dann gewesen sein. Mit dem Blow. Noch nicht. Aber fast. Genau, greif Auron an. Der Kollege kann gut tanken. Haben wir ihn? Wir haben ihn! Oh yeah, big boy! This is how we do it! Hm, hat ihm ein paar mehr Level-Ups gerechnet, aber okay. Die Chocobos sind gerescued! Have you an interest in renting some Chocobos? Absolut nicht. As a token of our gratitude, the first time is free of charge. Please, that's what she said. Ask the attendant if you wish to rent. Thank you so much for saving the chocobos. Any day. So. Ah, so ein bisschen mager allerdings, kriege ich mit den Level-Ups hier. Schade. Weil der Kampf war auf jeden Fall härter als das, was wir letzten Endes rausbekommen haben an XP. Aber immerhin. Immerhin, so. Hier haben wir Life. Wenn wir eine Ability Sphere zumindest hätten. Verdammt. So einen Angriff bräuchte ich irgendwie noch für einen von unseren Charakteren. Also genau, ich wollte nochmal hier hinten nachschauen, ob wir da hinter dem Laden noch irgendwas haben. Kleiner Rhyme. Nö. Absolute Mente nicht. Aber wir haben hier zumindest noch einen Save Point, deswegen... Ihr wisst es, Spastic Saver. Better safe than sorry und sowas. Gut. Gut, Chocobos brauchen wir in dem Fall allerdings nicht. Ich glaube, damit sind wir einfach nur schneller zu Fuß unterwegs, aber ich denke, wir kriegen das ganz gut hin hier.
Wir haben echt irgendwie einen kleinen Mangel irgendwie an der Ability Spheres, aber... Wir schauen mal, ob wir uns ein paar rauslacken können. Wenn wir irgendwann einen Angriff haben, mit dem wir eben Ability Spheres... Also Ability Sphere Drops uns versichern können, dann haben wir schon mal ein Problem weniger. Zumindest haben wir schon was für Speed und für Power Spheres. Spheres, das schon mal von Anfang. Jawoll. Maggot. So, Blizzard. Dann nehme ich den zuerst raus. Nee, er ist ja resistant, ne? Resistant to Magic, ja. Außerdem macht es auf jeden Fall Sinn, auf den Bomber zu gehen. B-17 Bomber. Den könnten wir mit Orin vielleicht sogar ausschalten. Mal gucken. Ja, definitiv. Buja! Jungle is massive. Don't get too cocky. Leider keine Ability Sphere. So viele Chocobos hier, meine Herren. Wahrscheinlich müssen wir noch einmal da runter, weil da haben wir auch einen Save Point gesehen. Boah. Nervig! Gib mal auf Lulu, braucht ein bisschen Overdrive. Ja, dankeschön. Jetzt kann man natürlich keine Magic einsetzen, was perfekt ist. Bullshit. Ja. Machen wir einen normalen Angriff einfach. Schön, dass man im Hintergrund noch den Sound hört, von wie das Vieh nochmal wieder zurückläuft zu Lulu. Folgendes, White Magic, Na, muss man das wohl einsetzen. Ich habe das Gefühl, dass es ziemlich viel MP verbraucht. Und Feuer! Yeah. Immer noch keine Ability Sphere. Aber ein Item sehe ich da unten. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Wenn wir da nochmal irgendwie runterkommen, heißt das. Ach so. So kriegen wir das vielleicht hin mit Chocobos. Deswegen kriegen wir da Chocobos, weil der Weg wahrscheinlich extrem lang ist. Also tschüss, Ed. Naja. Halb so wild, wir nehmen den Weg ja gerne auf uns. It is an honor, Sir Orin. Thanks. Okay. Auf jeden Fall Dark Attack. Das ist echt extrem useful, der Kollege. Mit Dark Attack. Ich hasse euch. Wollte ich noch kurz nochmal anmerken, falls es noch nicht so gut rüberkam bisher. Black Magic, Blizzard. Und diesmal schalte ich zuerst mal einen aus, damit ein Bomber auf jeden Fall schon mal weg ist und wir nur von einem Bomber Schaden nehmen, nicht von zwei. Aber ich glaube, Orin kriegt das ja hin, ne? Verdammt. Nicht ganz. Ich habe ein bisschen zu viel antizipiert anscheinend. Fremdwörter for the win. 100, ja, kriegt er hin. Easy. So, Blizzard. Jetzt hoffen wir mal, dass Dark Attack weiterhin noch einen Zug gilt. Ich glaube allerdings nicht. Das müsste jetzt, glaube ich, vorbei sein.
Was ein kleines Problem eventuell beinhalten könnte. Ne, okay. Zählt noch, alles klar. Jetzt ist es weg. Okay, gut. Oder wir hatten einfach nur extrem viel Glück gerade. Beides ist relativ wahrscheinlich. Okay, Lulu kümmert sich darum. Ist ein bisschen schade, weil wir dafür EP eben, oder MP einsetzen müssen. Aber Dark Attack ist auf jeden Fall, müssen wir einsetzen, sonst gibt es eventuell ein kleines Gore-Problem von ihm gleich. Ja, für 87 HP nochmal. Hätte auch auf Tidus wechseln können, aber naja. Latex. Müssen wir eigentlich nur noch draufhalten jetzt. Ja, Makimadi. Okay, dann noch ein bisschen XP dazu. Ooh, sweet. Das war's? Yes. Overkill. No time to waste. Let's go. Ah yeah. Abilities 4, 2 Stück, da haben wir sie doch.